rund 1600 Höhenmetern liegt Davos, ein Schweizer Wintersportort mit Tradition und Heimat des Davoser Schlittens. Das klassische Modell aus Holz und Eisen ist der meistgenutzte Schlitten der Welt. Meist als Kopie, jetzt wieder im Original. Wir kennen das von früher. Für die Kleinen haben wir eigentlich einen Bobschlitten jetzt, weil das einfacher ist zum Fahren für die Kleinen alleine. Aber der Jorin hat gleich gesagt, er will gleich nochmals mit dem Davoser hoch. Das ist wie mit einer Harley Davidson auf dem Schnee, oder? Das ist gemütlich und trotzdem schnell. Vor rund 150 Jahren wurde der erste Original-Davoser Schlitten gebaut. Eine Weiterentwicklung leichter Schlitten aus Norwegen. Nachdem alle Patente ausgelaufen waren, wurde er zu Hunderttausenden in Billiglohnländern produziert. Für die Schreiner in Davos lohnte sich der Schlittenbau nicht mehr. In den 60er Jahren stellten sie die Produktion ein. Die Davoser Schlitten wurden nachher dann sogar in Ostdeutschland hergestellt und es gab dann eigentlich noch eine Schlittenfabrik in der Schweiz, eine oder zwei Schlittenfabriken in der Schweiz, die industriell hergestellte Davoser Schlitten machten, aber natürlich auf eine einfache Art und auch preislich natürlich noch zum Vorteil des Kunden, aber es ist natürlich nicht der wirkliche Davoser Schlitten, oder? Der wirkliche Davoser Schlitten, denke ich, muss aus Davos kommen. Paul Ardüser betreibt in Davos eine Schreinerei in dritter Generation. Als er im vergangenen Jahr für eine Werbeaktion des Tourismusverbandes einen Schlitten bauen sollte, kam dem Schweizer die Idee, das Handwerk zurück nach Hause zu holen. Mithilfe einer Crowdfunding-Aktion im Internet wollte er der Schnelllebigkeit und den seelenlosen Massenfabrikaten etwas entgegensetzen. Damit sich die Anschaffung des Materials lohnt, wollte Paul Ardüser mit dieser Aktion 20 Schlitten vorverkaufen. Ich hatte die 20 zum Ziel gesetzt, habe ich gedacht, also wenn wir die bekommen in diesen 100 Tagen, dann können wir mehr wie zufrieden sein und nach 100 Tagen waren es dann 65 und mittlerweile sind es über 110, die wir jetzt ausliefern dürfen. Und wir wurden eigentlich ein bisschen überrannt von der ganzen Sache. Für die Neuauflage des Davoser Schlittens stammen alle Materialien aus der Schweiz, wie zum Beispiel massives Eschenholz. 1000 Handgriffe und 7 Stunden Arbeitszeit stecken in der Konstruktion. Ein typisches Merkmal des sogenannten Davoser sind die 5 Sitzlatten. Auch noch ein Merkmal ist dieses Verstärkungseisen. Das hat der Erfinder des Davoser Schlitten hat das dann eigentlich gemacht, um den ganzen Schlitten zu stabilisieren und zu verstärken. Im Wintersportmuseum in Davos erhält man einen Einblick in die Tradition des hiesigen Handwerks. Ursprünglich waren die Schlitten für den Lastentransport gedacht. Die Kufen glitten auf Schnee besser als Räder. Ausländische Touristen nutzten die Schlitten für Freizeitspaß und Sport. '83 wurde in Davos das erste offizielle Schlittenrennen ausgetragen. Die Davoser sind natürlich sehr stolz, dass man den Davoser Schlitten in der ganzen Welt kennt, dass der auch in der ganzen Welt genutzt wird, dass man dieses Handwerk und diesen einheimischen Brauch hier wieder praktiziert. Bei Paul Ardüser wird wie früher alles gesteckt oder geschraubt. Kein billiger Leim weit und breit. Die Schlitten kommen in 2 verschiedenen Größen und können vom Kunden personalisiert werden. Ab 600 Euro aufwärts kostet ein originaler Davoser aus Davos. Dafür gibt es aber auch lebenslange Garantie. Der Davoser Schlitten soll eigentlich wie eine Uhr von Generation zu Generation weitergegeben werden, dass man dem Enkel einen Davoser Schlitten kauft, der schlittelt mit dem und gibt ihn dann seinen Kindern wieder weiter. Und das soll eigentlich auch diese Tradition, denke ich, wäre ich froh, wenn das wieder ein bisschen aufgelebt wird, dass der Davoser Schlitten ein Erbstück, eine Lebensgeschichte wird in der Familie. Nach mehr als 5 Jahrzehnten Abstinenz hält der Original-Davoser Schlitten wieder Einzug auf den Davoser Bergen.